Ein Investment in Schwellenländeraktien war in den letzten 15 Jahren keine gute Idee. Die Performance war deutlich schlechter als die von Industrieländeraktien. Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, in Schwellenländer zu investieren? Wir werden es heute in diesem Video rausfinden und zusätzlich erkläre ich dir noch die wichtigsten Indizes, die es gibt, um in Schwellenländeraktien zu investieren und wie die sich unterscheiden. Viel Spaß! Heute geht es also um das Thema Schwellenländer und bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, sollten wir uns vielleicht noch einmal anschauen, wie denn eigentlich Schwellenländer klassifiziert sind im Vergleich zu den Industrieländern und auch zu den Grenzmärkten. Und ich habe hier eine Grafik mitgebracht vom Indexanbieter MSCI, wie der die verschiedenen Länder der Welt eben in Industrieländer, Developed Markets, Emerging Markets und Frontier Markets, also Grenzmärkte, einteilt. Hier seht ihr diese Einteilung. Es gibt links in dem schwarzen Bereich die entwickelten Märkte, also sowas wie USA oder Deutschland oder andere europäische Länder. Und dann haben wir in dem mittleren Bereich in blau markiert die Schwellenländer. Und hier sind natürlich Länder wie China, Taiwan, Brasilien, Mexiko genannt, die eben ganz klar zu den Schwellenländern gehören. Und im Bereich der Frontier Markets, da gibt es dann eben so Länder wie Bahrain, Pakistan, Vietnam, Bangladesch oder auch Kroatien. Also Länder, die sozusagen nicht Schwellenländer sind, aber auf dem Sprung zum Schwellenland sind. Und ja, das ist die Einteilung. Das heißt also, wenn wir heute über das Thema Schwellenländer sprechen, dann sprechen wir über die Länder in der mittleren Spalte. Es gibt ja auch noch FTSE, den Indexanbieter, der schätzt ein bisschen anders die Länder ein, was jetzt ein Schwellenland und ein Industrieland ist. Das ist aber nur marginal und das ist auch nicht so relevant bei den einzelnen Ländern. Ich glaube, das einzige Land, wo es wirklich strittig ist, ist, glaube ich, Südkorea, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ja, da kannst du dir dann nochmal genau die Indexzusammensetzung dann bei den FTSE-Indizes anschauen. Aber so vom Grundprinzip sind alle Indizes dominiert, indem du in chinesische, indische und taiwanesische Aktien investierst. Aber wie genau das, schauen wir uns jetzt am besten in dem Indexvergleich an. Denn ich habe auch wieder eine Tabelle erstellt, wo ich die wichtigsten Emerging Markets Index mal gegenübergestellt habe. Und diese Tabelle schauen wir uns jetzt direkt an. So, du siehst hier die verschiedenen Indizes und es fängt an mit dem MSCI EM. EM steht für Emerging Markets, dann den MSCI EM IMI. IMI steht für Investable Market Index, dann den FTSE Emerging Markets. Und ich habe nochmal einen Spezialindex mitgebracht, das ist der MSCI Emerging Markets ex China. Warum? Ja, du siehst, die Emerging Markets Indizes, die setzen sich zwischen 22,6 und 28% aus chinesischen Aktien zusammen. Die haben also ein sehr, sehr hohes Gewicht in dem Index. Und ja, deswegen ist es vielleicht auch mal ganz interessant zu schauen, wie hätten sich denn die Schwellenländer ohne China eigentlich entwickelt. Und das machen wir dann nachher auch im Performance-Vergleich. Starten wir mal mit den Aktien. Du siehst, bei dem klassischen Emerging Markets Index sind es rund 1330 Aktien, die dort investiert werden. Wenn du dann den IMI-Index nimmst, wo also auch die Schwellenländer, die Small Caps mit dabei sind, dann steigt die Anzahl der Aktien auf 3360. Und bei FTSE bist du bei 2219 Aktien investiert und bei dem Emerging Markets ex China, da reduziert sich die Anzahl der Aktien deutlich auf 673. Da siehst du auch mal, was anzahlmäßig chinesische Aktien dann im Index eben ausmachen. Das LMS steht für Large, Mid und Small Cap. Das kennst du schon aus meinem Welt-ETF-Vergleich. Und ja, hier siehst du den Unterschied, dass eben bei den Emerging Markets IMI, ich hatte es vorhin schon erwähnt, eben die Small Caps mit dabei sind. Aber hier wird auch nochmal deutlich, du siehst ja zum Beispiel der Vergleich zwischen Emerging Markets von MSCI und Emerging Markets von FTSE, dass da eine Anzahl der Aktien deutlicher Unterschied ist. Also ich sage jetzt mal grob 1000 Aktien mehr. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, auch die Klassifizierung zwischen Mid- und Small-Cap, die ist unterschiedlich zwischen MSCI und FTSE und FTSE fasst das etwas breiter und deswegen sind da viel mehr Aktien enthalten, obwohl eben keine offiziellen Small-Caps eben enthalten sind im Sinne von MSCI. Ja? Also wenn du hier einen FTSE-Index auswählst, dann bist du ein bisschen breiter diversifiziert als bei dem Emerging Markets. Die weiteren Länder, die in allen Indizes sehr stark gewichtet sind, ist eben Indien und Taiwan. Die Volatilität ist nahezu identisch. In dem konzentrierten Portfolio Schwellenländer ohne China ist die Volatilität deutlich höher, etwa 10% höher als bei den anderen Indizes, bei über 20%. Und die Dividendenrendite ist mehr oder weniger gleich, so um die 2,6. Bei FTSE ist es sogar 2,85. Also in der Range von 2,5 bis 2,8%.
Und ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Top-3-Länder. Wenn du dir also anguckst, chinesische, taiwanesische und indische Aktien machen also so um die 60-65% des gesamten Index der Schwellenländer aus. Und es gibt ja noch wirklich viele Schwellenländer, wie wir gesehen haben, also Brasilien zum Beispiel, Mexiko und so weiter. Und in diesen Ländern bist du natürlich auch investiert, aber eher geringer. Deswegen muss man sich, wenn man sich für ein Schwellenländerinvestment anschaut, oder entscheidet, auf jeden Fall diese drei Märkte auch nochmal im Detail anschauen und überlegen, ob man dort wirklich so ein starkes Gewicht eben bei seiner Asset Allocation haben will. Gut, jetzt kennen wir die Länder, wir kennen jetzt die Indizes und zum Schluss, beziehungsweise jetzt weiterführend vielmehr, hätte ich gesagt, schauen wir uns dann einfach die verfügbaren ETFs an und dazu wechsle ich jetzt direkt in die ETF-Suche von Extra ETF. So, wir sind jetzt also hier in der ETF-Suche und wie du sehen kannst, ohne Filter sind es 3400 ETFs, die wir bei uns auf oder vielmehr in der Datenbank haben. Jetzt wähle ich hier im Bereich Aktien unter Region die Emerging Markets aus, dann sind wir noch bei 100 verschiedenen Produkten, die in Schwellenländeraktien investieren. Da sind jetzt allerdings auch die Nachhaltigkeits-ETFs drin oder andere Indexvarianten und die wollen wir in unserem Video ja heute nicht haben. Wir wollen uns ja auf die großen bekannten Indizes, eben, die ich eben vorgestellt habe, konzentrieren. Deswegen müssen wir jetzt noch ein paar Filter anwenden. Das erste ist der Filter, wir wollen keine Schwellenländer, einzelne Länder haben, auch keine Sektoren und auch keine verschiedenen Anlagestrategien, also zum Beispiel keine Dividenden-ETFs auf die Schwellenländer. Und dann reduziert sich das Angebot auf 75 ETFs. Und dann nehmen wir noch hier unten den Nachhaltigkeitsfilter raus. Und dann sind wir eben bei 37 ETFs, die alle auf die zu eben vorgestellten Indizes sich beziehen. Der größte ist der iShares MSCI Emerging Markets IMI mit 19 Milliarden Euro Fondsvolumen und dann ein Produkt von Xtrackers mit 5,2 Milliarden Euro. Um das jetzt nicht zu umfangreich zu machen, mache ich einen weiteren Filter rein und zwar setze ich einen Volumensfilter und sage, wir wollen nur ETFs mit einer Größe von 500 Millionen Euro. Dann reduziert sich das nochmal auf 21 Produkte. Und um jetzt diese ganzen Produkte in unseren ETF-Vergleich zu übernehmen, muss ich ein Produkt noch entfernen, denn unser ETF-Vergleich kann nur mit 20 Produkten gleichzeitig arbeiten. Und deswegen selektiere ich mir jetzt alle, nehme hier unten ein Produkt von Amundi raus. Mit 0,55% ist das ein sehr teurer ETF. Ich gehe mal davon aus, den würden wir eh nicht nehmen. Amundi sind mit anderen Produkten hier auch vertreten. So, dann haben wir eben noch 20 Produkte und die übernehme ich jetzt in unseren Detailvergleich. Und jetzt sind wir im ETF-Vergleich und alle diese 20 Produkte sind jetzt hier übersichtlich enthalten. So, jetzt sieht man hier die Wertentwicklung in den letzten 10 Jahren von allen Produkten. Die verhalten sich mehr oder weniger gleich. Es gibt aber so ein paar Ausreißer hier, diese gelbe und zum Schluss sieht man es auch ein bisschen durchscheinen in die grüne Linie. Und jetzt müssen wir uns an die ETFs nochmal ein bisschen harmonisieren. Dazu gehe ich jetzt hier auf Vergleich. Und jetzt haben wir alle ETFs in der im ETF-Vergleich, die einen gleichen Starttermin haben. Und der war der April 23. Das heißt, alle neueren ETFs, die zum Beispiel dann im April 23 auch begonnen haben, die haben wir jetzt auch mit drin und die können wir jetzt in der Performance vergleichen. Und jetzt siehst du, dass es eben im Endeffekt drei Gruppen gibt oder drei Felder. Das erste Feld, das ist das bunte, dunklere. Das sind sehr viele ETFs, die sich alle mehr oder weniger gleich entwickelt haben, hier unten. Dann gibt es ein Feld, das sich so ein bisschen, so 1-2 Prozentpunkte drüber entwickelt. Und das auch konstant. Das sind die ETFs, die auch die Small Caps mit dabei haben in den Schwellenländern. Und diese zwei Linien, die sich hier massiv von dem Kernfeld, sage ich jetzt mal, abheben, das sind die Emerging Markets ETFs ex-China. Das bedeutet also, wenn du in Schwellenländer investiert hättest und da China weggelassen hättest, dann hättest du in diesem Zeitraum eine Rendite von um die 30% gemacht. Hättest du in Schwellenländer inklusive Small Caps investiert, dann hättest du eine Rendite von um die 20% gemacht. Also 10% weniger, aber immerhin noch 20%. Und hättest du die Small Caps weggelassen, dann hättest du nur eine Rendite von 18% gehabt im Schnitt. Das bedeutet, Large und Mid Caps 18%, inklusive Small Caps
20%, was schon mal besser wäre und eine breitere Streuung. Wenn du aber China ganz weggelassen hättest, dann eben 30%. Und da siehst du mal, was für einen großen Einfluss die chinesischen Aktien hier auf diesen Index gehabt haben und ja, wie man eben durch ein gezieltes Weglassen von einem Marktsegment eine Rendite sehr, sehr deutlich beeinflussen kann. Weil es jetzt aber ja doch sehr viele ETFs waren, habe ich mir jetzt nochmal drei exemplarische ETFs, einmal auf die Schwellenländer, Schwellenländer IMI und Schwellenländer ex-China in den Vergleich gezogen. Und jetzt schauen wir uns nochmal das ein bisschen genauer und im Detail an. Also erstens mal sieht man jetzt hier, der Vergleich, der geht jetzt ab Juli 21. Also das ist die Zeitreihe, wo alle drei ETFs verfügbar waren. Und jetzt sieht man auch über einen etwas längeren Zeitraum, dass eben die Aktien ex-China deutlich besser sich entwickelt haben und aber auch nochmal verdeutlicht, dass die Schwellenländer mit den Small Caps sich auch konstant besser entwickeln als die ohne Small Caps. Ist also ganz interessant, es scheint hier wirklich eine Small Cap Prämie in den Schwellenländern zu geben und das heißt, wenn man in Schwellenländer investiert, dann auf jeden Fall auch inklusive den Small Caps. Wenn wir uns jetzt mal die Unterschiede den einzelnen ETFs mal anschauen, dann schauen wir uns mal hier bei der Zusammensetzung an. Ja, natürlich auch hier in allen drei ist Taiwan Semiconductor der größte Wert. Dann haben wir so Werte wie Tencent. Das ist natürlich in dem Ex-China da nicht mit dabei, ist eine chinesische Aktie. Ja, ist ganz interessant auch, dass zum Beispiel teilweise die ETF-Anbieter dann ihre eigenen ETFs nehmen, um das China- oder das Brasilien-Segment umzusetzen. Also um da auch nochmal die Effizienz zu steigern. Ja, und ansonsten kann ich ehrlicherweise nicht viel zu den Aktien sagen, weil ich die meisten davon noch nie gehört habe. Natürlich die großen wie jetzt Alibaba und so schon. Aber ihr seht schon, das ist einfach gerade als Beimischung eben, das verdeutlicht das ja nochmal zu einem klassischen MSCI World Portfolio, wo ja die wirklich die allseits bekannten Aktien Apple, Nvidia, Alphabet, Meta und so weiter und so fort, Amazon und so weiter drin sind, ist das nochmal eine wirkliche komplette Bereicherung und erhöht einfach massiv die Diversifikation. Genau, und dann bei den Regionen die Unterschiede. Ja, haben wir natürlich überall logischerweise Asien und Lateinamerika enthalten. Schauen wir uns aber vielleicht nochmal die Länder an. Da sieht man eben, dass in dem IMI und in den Emerging Markets jeweils eben China entsprechend stark gewichtet ist, Taiwan und Indien. Und bei dem Ex-China, also dem rechten von den dreien ETF, sieht man eben, ist China nicht dabei. Und da steigt dann eben das Taiwan-Gewicht deutlich an auf knapp 26%. Auch Indien auf knapp 25%. Und dann sind eben so Länder, Südkorea, die eine höhere Gewichtung haben. Ja, und danach ist es eigentlich fast überschaubar. Also Brasilien hat in den anderen beiden Indizes jetzt 4,26 und dann 5,71. Das ist jetzt keine so eine große absolute Veränderung. Also die Musik spielt ja auf jeden Fall dann bei Südkorea, Taiwan und Indien. Ja, also man hat einfach ein ganz anderes Portfolio. Finde ich jetzt aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil der chinesische Markt ist ja auch so ein bisschen schwierig. Und unterliegt auch, würde ich mal sagen, gewissermaßen eigenen Regeln. Ich habe ja da auch schon mal ein Video dazu gemacht mit den unterschiedlichen Marktsegmenten. Und wenn man das eben ein bisschen anders steuern will, den chinesischen Markt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, so ein Emerging Markets ex-China zu nehmen und dann China, wenn man das möchte, nochmal auf die eine oder andere Art und Weise mit einem eigenen speziellen ETF mit im Portfolio aufzunehmen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, macht es jetzt Sinn, in Schwellenländer insgesamt zu investieren? Wir haben ja gesehen, dass innerhalb des Schwellenländersegments doch diverse und zum Teil auch gravierende Renditeunterschiede bestanden haben. Und jetzt wissen wir aber auch alle, dass gerade in den letzten 10, 15 Jahren die Industrieländeraktien richtig gut sich entwickelt haben und Schwellenländeraktien eher nicht so gut entwickelt haben. Und was das wirklich ausgemacht hat und was das für einen Renditeunterschied ausmacht, das schauen wir uns jetzt hier nochmal in einem anderen Chartvergleich an. Ich habe hier nämlich mal einmal den iShares Core MSCI World ETF und den iShares MSCI Emerging Markets ETF aufgezeigt. Oder aufgetragen am Chart in unserem ETF-Vergleich. Und da seht ihr die Entwicklung seit 2010, also seit fast 15 Jahren. Und das ist natürlich schon eine wirklich gravierende Underperformance von Schwellenländern gegenüber den Industrieländern. Also wenn wir jetzt hier mal ans Ende schauen, da haben die Schwellenländer 120% Rendite gemacht und die Industrieländer 470% Rendite. Also ein massiver Unterschied. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Weil auf der einen Seite bleibt der Fakt natürlich erhalten, man diversifiziert sein Portfolio auf jeden Fall, wenn man einem Industrieländerportfolio Schwellenländeraktien hinzufügt. Also es ist ein definitiv
deutliche Verbesserung der Diversifikation. Also das Portfolio wird einfach viel breiter gestreut. Auf der anderen Seite sehen wir ja oder haben wir gesehen, dass die Wertentwicklung der Schwellenländeraktien nicht so rosig war. Wenn man jetzt aber unterstellt, warum haben sich denn die Industrieländer so gut entwickelt? Naja, weil wir hier einfach einen massiven Boom bei den Tech-Werten gehabt haben. Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass der MSCI World sehr stark getrieben wird von der Entwicklung der Technologieaktien. Und da ist jetzt eben die Frage, ja, was bedeutet das jetzt? Also ist es jetzt vielleicht aufgrund dieser Jahrzehnte, 15 Jahre, sogar länger als ein Jahrzehnt, an der Performance von Schwellenländeraktien ist jetzt vielleicht dann irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo die Schwellenländeraktien den Markt jetzt vielleicht outperformen, also beziehungsweise die Industrieländeraktien outperformen. Oder ist und bleibt die Dominanz von den amerikanischen Technologiewerten so stark, dass die den Index weiter davon treiben und die Schwellenländer alt aussehen lassen? Ich hatte diesen Aspekt ja auch mit Dr. Gerd Kommer vor ein paar Wochen auf dem Kanal hier thematisiert. Und er war ja schon der Meinung, dass das natürlich rückwirkend gesehen jetzt eine klare Entscheidung war, dass es die zugunsten von Industrieländern ausgefallen ist. Aber man das natürlich immer nur rückwirkend sehen kann. Und die Schwellenländer machen weltweit einen sehr, sehr großen Anteil an der Wirtschaft aus und die wachsen stark. Und die Wirtschaft und das Bruttoinlandsprodukt, das diese Regionen erwirtschaften, wird auch immer stärker. Also wäre es fast töricht, nicht eben Schwellenländeraktien auch in seinem Portfolio eine Rolle zu geben. Und das ist jetzt, glaube ich, genau die Frage, die sich jeder für sich selber stellen muss in seinem Portfolio. Also ja, Schwellenländeraktien oder nein. Ich persönlich tendiere ja eher dazu, ja zu sagen, weil es gibt schon so ein paar gravierende Vorteile von Schwellenländern, die ja vielleicht die Industrieländer nicht jetzt ad hoc, aber in den nächsten Jahren eben deutlich zu spüren bekommen. Das eine ist, es gibt einfach eine sehr, sehr junge Bevölkerung und junge Bevölkerung will Wachstum, die wollen vorankommen, die leisten und die wollen sich auch immer mehr leisten. Das heißt, es wird innerhalb dieser lokalen Wirtschaften zu einem konstanten Nachfrageschub kommen. Auf der anderen Seite, die Industrieländer sind tendenziell eher überaltert. Hier fehlt der Nachwuchs. Also man könnte ja, wenn man mal so ganz global und von der Vogelperspektive drauf schaut, schon sagen, es verschieben sich da langfristig die Kräfte. Die Konsumenten entstehen in den asiatischen und in den Schwellenländern und eben nicht mehr in den Industrieländern. Ja, das wäre ein Punkt. Auf der anderen Seite wieder negativ. Man hat da politische Unsicherheit. Man hat auch diese große Thematik China-Taiwan, diese mögliche Krise, die da irgendwie so im Raum schwebt, die natürlich dann die Performance von Schwellenländeraktien auch nochmal massiv behindern würde. Dann haben wir auch nochmal eine relativ hohe Abhängigkeit von einzelnen Schwellenländern von dem Rohstoffmarkt. Da ist jetzt halt die Frage, wenn es jetzt zum Beispiel in den Industrieländern eher schwieriger wird von der Nachfrage, dann wird vielleicht weniger Rohstoff nachgefragt. Also kann der durch die Schwellenländer kompensiert werden oder nicht. Also ihr seht schon, es gibt da wirklich viele Für oder Wider. Was aber sicher ist, dass man durch eine Beimischung von Schwellenländeraktien ein Portfolio weiter deutlich diversifizieren kann. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt, die Kernentscheidung. Will ich mein Portfolio weiter diversifizieren? Will ich das Risiko reduzieren, auch wenn das dann zu Kosten der Rendite geht? Und ich weiß, da gibt es die ein oder anderen Einschätzungen und da gibt es viele Meinungen. Viele werden sagen, das ist mir doch egal, was interessiert mich das Risiko? Ich will die Performance mitnehmen über lange Zeiträume. Und ja, man hat es ja auch gesehen, dass es einen massiven Unterschied macht. War aber auch die letzten 15 Jahre eine massiv Sondersituation, würde ich mal sagen, mit einem massiven technologischen Umbruch. Ich kann es euch nicht abnehmen, die Entscheidung, was ich euch heute in diesem Video vermitteln wollte. Einerseits, welche Indizes gibt es? Welche sind da die relevanten? Welche ETFs da drauf gibt es? Wie kann man die dann auswählen und welche Parameter gibt es denn da dabei? Also sprich, ihr habt ja gesehen, über die ETF-Suche kann man das alles schön verfeinern und dann auch nochmal natürlich im Detail analysieren, die einzelnen Performance und die einzelnen Wertentwicklungen, um dann da den besten ETF für dein Portfolio zu finden. Und ich wollte nochmal die Thematik aufmachen. Ja. Ist es wirklich sinnvoll, in Schwellenländer zu investieren? Unter Performance-Gesichtspunkten nein. Unter Diversifikationsgesichtspunkten ja. Und nachdem wir beide alle nicht in die Zukunft schauen können, macht es vielleicht doch Sinn, Schwellenländer beizumischen. Aber wie gesagt, leider kann ich die Antwort euch nicht in Schwarz-Weiß nennen. Das müsst ihr natürlich für euch selber überlegen. Aber ich denke mal, es lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken. Und wenn ihr in Schwellenländer investiert, dann lieber in
Schwellenländer-Indizes, die auch Small Caps abdecken, weil hier gibt es definitiv eine Outperformance-Chance und nicht nur in Mid- und Large Caps. Das ist sozusagen das Fazit dieses Videos. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie ist denn eure Meinung? Ich bin schon da sehr drauf gespannt auf die kontroverse Diskussion. Also seid ihr eher für Schwellenländer oder sagt ihr nein, Schwellenländer hat man in der Historie gesehen, absolut keine Performance gebracht. Würde mich wirklich interessieren. Gebt mir da mal gerne ein Feedback dazu und vielleicht schreibt auch mal rein, welche Schwellenländer ETFs ihr kauft, die jetzt nicht Mainstream sind, also nicht Emerging Markets oder Emerging Markets IMI. Vielleicht habt ihr da nochmal Spezialitäten im Bereich der Dividenden-ETFs beispielsweise oder auch Quality-ETFs. Würde mich natürlich auch interessieren. Dann postet einfach die ISINs unten in das Video. Freue ich mich schon drauf. Und ansonsten findet ihr die Links von den Vergleichen natürlich auch alle in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann später auf der Webseite auch nochmal selber nachschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Ciao.